Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu World of Warcraft Classic. Wir sind momentan dabei, so zwei so eine Fetch-Quest zu erledigen. Einmal hier den Thunderhorn-Totem und Mazrachne, wo wir vielleicht dann gleich mit Giacomo zusammen dran arbeiten können. Das wäre super. Knochen eines Flatternpuvers, Herz eines Prärieschreiters. Wir müssen noch mal ein bisschen zurück, weil wir brauchen auf jeden Fall noch das Herz eines Prärieschreiters. Da ist auch schon einer, hallo. Wenn wir Glück haben, ist Giacomo auch so lange online, dann löbt das. Der könnte uns bei diesem Narache nämlich helfen. Dann müssen wir da nicht alle. Das gibt's doch jetzt nicht! Komm, eben den Wolf. Na, komm, scheiß drauf. Bumm, Kriegssonne und tschüss. Kein Bock auf euch hier. Wir haben wieder mal Pech gehabt und sind in zwei Gegner auf einmal reingelatscht. Das klappt einfach nicht. Dafür sind wir immer noch zu wurstig. Das ist nun mal so. Alter, was ist denn los? Ich renne weg. Wie kannst du so schnell sein? Lasst ihr mich jetzt in Ruhe? Das ist nett. So, jetzt müssen wir erstmal was essen. Tasche öffnen. Ich habe doch hier mein selbstgemachtes. Oh, unser Inventar ist voll. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Da können wir, selbst wenn wir tolle Sachen finden, die ja gar nicht mehr einsammeln. Scheiße, wir müssen Platz schaffen, Leute. Wir müssen Platz schaffen. Wir müssen dringend zur Bank. Wir müssen zur Bank. Es hilft nichts. Wir müssen jetzt doch gleich kurz einen Abstecher nach Thunderbluff machen. Auch vorweg, weil ich muss Sachen, die mir wichtig sind, wie dieser Bogen und den Köcher, den müssen wir auf die Bank legen. Oder wir kriegen irgendwie zeitnah eine Tasche. Ich brauche noch eine Tasche. Das hat keinen Sinn. Aber wir haben nicht genug Geld für eine Tasche. Wir sind so arm. Das reicht nicht für eine Tasche. Tasche kostet, glaube ich, 5. Ich mache mal ein bisschen Essen. Kann man das verkaufen? Wir gehen mal eben kurz kochen. Und dann schauen wir mal. Man kann leider nicht zwischen abgeben. So, ja, ich habe ja schon mal ein bisschen was ich schon mal abgeben möchte. Funktioniert nicht. So, hier ist ein Feuer. Da kann man bestimmt kochen. Fertigkeitsbuch. Kochen, bitte. So. Erstellen. Ha! Erstellen. Ha! Erstellen. Jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen Platz. So. Dann tut's mir leid, Giacomo, aber ich muss wahrscheinlich tatsächlich dein leichtes Rüstungsset-Reparatur-Ding verkaufen, weil ich einfach nicht genug Platz habe. Hasenpfote kann weg. Gerissener Eckzahn kann weg. Das brauchen wir. Puma-Klaue brauchen wir. Ist Quest-Gegenstand. Verfärbte Fangzähne können weg. Die Eier verkaufe ich jetzt auch erstmal. So, wir haben 3. Das reicht nicht für eine Tasche. Bin ich mir ziemlich sicher. Können aber nochmal gucken. Hatte der gemischt Warenhändler Taschen? Ah, ich habe das Richtige für euch. Kleiner Lederbeutel kostet 5. Da sind wir noch weit von entfernt. So eine Scheiße. Wir machen erstmal weiter. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Ja, möge sie das tun. So, wir brauchen immer noch ein Herz eines Präriewolfs. Damit machen wir jetzt erstmal weiter. Und Knochen des Flachlandpumas. Aber Präriewölfe sind halt hier. Da muss ja wohl irgendwann auch mal irgendeiner ein Herz verlieren. Da gibt's ja nicht, ne? Da muss doch mal sein. So, hier. Rinnen in den Stone Bull See. Und auf geht die Luzi. Plopp. So, da. Was hat jemand zum Vendor Price abzugeben? Green Weapon mit 4,6 DPS. Grüße, Alter. Doch, so viel. Und er ist schon grün. Geh lieber in die Richtung. Vielleicht taucht da wenigstens noch gelber auf. Ho, 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 ho. Da ist einer. Präriewolf. Kommen Sie her. Kommen Sie. Kommen Sie. Okay, komm, komm. Einmal noch, einmal noch. Ah, das Nachladen dauert zu lang. Wir müssen schneller nachladen. Da muss mehr Geschwindigkeit drauf. Grüße nochmal an dieser Stelle an das Häschen, der es wirklich geschafft hat, stumpf direkt am ersten Abend so eine Tasche von einem Mob gedroppt zu bekommen. Hast du ein Glück? Ich verstehe jetzt, wie viel wert diese Tasche ist in diesem Classic WoW. Das ist ja unglaublich. Ich bin ja voll verwöhnt. Als ich letztes Mal angefangen habe, hat mir was Kurin. Ich glaube, Kurin hatte mir so alle möglichen Taschen geschickt oder der Hase oder beide. Ich hatte auf jeden Fall die dicksten, fast die dicksten Taschen. Alles schon mal voll. Platz, gar kein Problem, ne? Lief. Hier musst du dich richtig hocharbeiten. Das ist richtig. Da musst du, da, also da eierst du wirklich um jedes Stück Lagerplatz rum.
Da haben wir wieder einen Präriewolf, schön vorsichtig, aus der Distanz, gucken, dass nichts anderes uns in den Rücken fällt und gib ihm. Immerhin erhöhen wir so ein bisschen unsere Donnerbüchsen-Skills. Buff. Das Gute ist, wenn wir dann auf den Bogen wechseln, geht die ganze Chose wieder von vorne los. Herz bitte. Wieder kein Herz. Leute, ihr müsst doch mal ein Herz droppen. Das wird doch so nix. So würde ich doch nicht fertig, du. So würde ich doch nicht fertig. Da ist wieder eine. Wo rennt er denn hin? Da war die falsche Richtung. Jung. Dropp doch mal ein Herz hin für mich. Weißt du, statt der Donnermagen ist das diesmal das Präriewolf-Herz. Ja? Der Donnermagen und ich, wir sind inzwischen so. Wir sind dicke Kumpels, ich und der Donnermagen. Ich hänge mir den hier schon in die Wand vor Freude. Seliges Wolfsfleisch. Aber diese ganzen Präriewölfe haben kein Herz. Sie sind herzlos. Herzlose Bestien streifen das Land. Moin. Grüße gehen raus. Danke. Hier wirst du auch mal im Vorbeihüpfen gebufft. Das ist schon nett, oder? So, hier, komm. Präriewolf. Gib mir ein Herz, gib mir dein Herz, ich brauche dein Herz. Wieder kein Herz. Oh man. Da ist noch einer, aber der ist so weit hinten da. Gehen wir lieber dahin. Er ist auch auf Herzsuche, 100%. Er ist auch auf Herzsuche. Wir beide suchen das Herz. Huhuhuhu, dankeschön. Bam! Und direkt drauf. Zu nah! Das kann ich nicht machen. Das Ziel ist zu nah. Wieder kein Herz. Die haben kein Herz. Oder greife ich die falschen Mobs an? Im neuen WoW steht ja unten immer in der Ecke, was man kriegt. Aber das gab es damals, glaube ich, noch nicht, dass sie dir gesagt hat, wenn du diesen Mob umbringst, der ist wichtig für Quest XY. Ich mach mal nebenbei die Tasche auf, dass wir mal sehen, wenn die voll ist. Weil wenn die voll ist, dann droppt der. Kann man auch nichts mehr einsammeln. So, Flachlandpuma müssen wir auch umbringen. Insofern können wir da auch mal eben drauf ballern. Knochen eines Flachlandpumas. Oh, geil. Ja, läuft nicht. Gehen wir mal in diese Richtung. Da sind auch noch ganz viele Mobs. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwie. Wir finden auf jeden Fall einen Flachlandpuma Level 8. Nice, Alter. Kannst du wenigstens ein bisschen leveln hier. Ah, noch ein, noch ein, noch ein. Komm schon. Yo, drei Schuss ist gut. Da kannst du mit arbeiten. Da kann man mit arbeiten. Ja. Lepo ist online. Grüße gehen raus an Lepoli. Bestimmt auch am WoW-Suchten. Was sonst, ne? Was sonst? Knochen eines Flachlandpumas. Ja, geil. Jetzt fehlt uns nur noch das Herz. Nur noch das Herz. Da gehen wir jetzt eben mal ran, weil dann ist das Inventar auch leer. Dann können wir nämlich diese vier Dinger abgeben. Dann haben wir wieder vier Plätze frei. Also weiter nach Herzen suchen. Über so einen Hügel laufen ist immer gefährlich, weil du weißt nicht, was auf der anderen Seite des Hügels lauert. Da ist wieder so ein Präriepirscher? Ne, Präriepirscher brauchen wir eigentlich nicht. Aber vielleicht zählt der Präriepirscher ja als derjenige. Wir versuchen es mal. Aber ich glaube nicht. Da steht ja Herz eines Präriewolfs und das ist ein Präriepirscher und kein Präriewolf. Nope. Gehen wir mal weiter. Oh, Wasserbrunnen. Wasserbrunnen vom Thunderhorn. Noch ein Präriepirscher. Ah, komm. Wir müssen die ja auch umbringen für ihre süßen, süßen Pfoten oder was auch immer wir da sammeln müssen. Insofern gönnen wir uns mal. Wird schon irgendwie.
Das Gute ist, wir sammeln weiter sehniges, köstliches Wolfsfleisch. Und vielleicht irgendwann eines Tages, eines schönen Tages, werden wir auch ein Herz von ihnen kriegen. Eines Tages wird einer ein Herz droppen. Das ist mein neuer Muskelmagen, ich sag euch das. Muskelmagen war gestern, Alter. Nu ist Herz angesagt. So, bitte wieder aufstehen und draufballern. Ah, so weit so, so gut. Oh, er kommt näher, er kommt näher. Uff. Uff. Oh, immer munter, du. Immer munter. Immer gottesfürchtig. Jo. Okay, da haben wir schon immer ein 4. Da ist noch ein Flachlandpuma. Ein bisschen Distanz wahren. Bisschen Distanz wahren. Und dann mit der 4 drauf. Bams. Oh, ja, da. Wenn ich noch einen zweiten kriege, komm schon, komm schon. Jawoll. Wie viele Puma-Dinger brauchen wir? Auch 6. Oh, da können wir noch ein bisschen weiterhauen. Dort passt, dort läuft. Erfahrungspunkte kommen rein. Quest schließen wir ab. Wird gut. Ja, am Anfang, da ging das noch relativ entspannt los mit so einfachen Fetchdingern. Zieht sich auch bis zum Ende durch. so, komm schon. Nächster Puma, bitte. Aber erstmal kurz nochmal zwischen sleepen. Man muss auch mal kurz sich entspannen und erholen, ne? Während sie sleept, trinke ich ein bisschen Kaffee. Ah. Okidoki, das soll reichen. Außer Reichweite. Komm schon. Oh, einmal daneben geeiert. Das war ärgerlich. Sonst hätten das 3 Schuss werden können. Aber unser Skill ist noch nicht hoch genug für diese Distanzen. Also mit dem Zielen, das haben wir noch nicht so. Aber das wird noch. Das wird noch gut werden. Ich sag euch das. Ist übrigens heute der 4.9. 11.21 Uhr. Und ich bin wieder mal warteschlangenfrei reingekommen. Ich glaube, der anfangs... Oh, was war das? Wo ist das hin? Kleiner Lederkrank. Der Anfangsansturm hat sich zumindest jetzt so in den Präripischen, in den normalen Zeiten gelegt. Ich weiß nicht, wie das abends aussieht. Ich habe es noch nicht wieder versucht. Aber ich glaube, abends ist immer noch Hölle. Wenn du hier irgendwie abends versuchst, um 20 Uhr drauf zu kommen, unter der Woche, glaube ich, ist auf dem Run hier immer noch Warteschlange angesagt. Aber ich weiß es gar nicht. Ich werde es heute Abend mal einfach aus Neugier prüfen. Präripischer. Oh oh. Achso, das ist ein Kumpel. Alles klar. Ich habe gerade ein bisschen Schiss bekommen. Wo ist Ruf da? Jo. Und Wolfsfleisch. Wieder kein Herzchen, Leute. Präripischer. Da gibt's doch nicht. Irgendwann muss doch mal hier so ein Herz von einem von euch droppen. Oder von mir aus von dem wenigstens Pfoten. Klauen. Immer munter, immer drauf. Noch haben wir Munition, aber die geht uns auch langsam aus. Bald müssen wir mal Munition... Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Was ist da wieder passiert? Ein Puma. Warte, wir machen eben schnell den hier. Jo, Pirscherklaue. Dann kriegt er den hier. Bums. Und dann hauen wir ab. Tschüss. Da haben wir unsere Skills mal effektiv eingesetzt. Wie sich das gehört, ne? Wie sich das gehört. So, nix hier weg. Okay, ja, wir haben noch nicht viel Map gesehen von hier, wenn man mal ehrlich ist, ne? Da geht noch ein bisschen was. So. Da ist mein verkohltes Fleisch, was ich mal selber koche. Selbst gekocht schmeckt es halt immer noch am besten, ne? Ist ja so. Aber jetzt sind wir schon wieder fast so gut geheilt, lohnt sich nicht mehr. Wir rennen einfach mal weiter. Jetzt gucken wir mal hier noch nach ein bisschen Präriewolf-Gedönserei. Dass wir da vielleicht mal ein Herz kriegen. Auf dieser Seite waren wir auch noch nicht so viel unterwegs, dass wir mal hier auf der Seite des Sees schauen. Hier laufen ja auch ein paar Präriewölfe rum. Hoffe ich doch mal, glaube ich doch mal. Mann, ist das grün. So viel Gras. So viel wunderschön saftig grünes Gras. Da bekommt man ja, da kommen die Kuhinstinkte in mir hoch, ne? Da bekommst du schon ein bisschen Bock, mal einfach reinzubeißen. So eine dicke Schnute voll von diesem saftigen grünen Gras, auf das die Milch dann in mir gedeiht. Ja, herrlich, du. Herrlich. Ja, ist halt wahr, ne? So, guck mal hier. Da gibt's Präriewölfe. Jetzt ballern wir da nochmal ein bisschen drauf rum. Der hat bestimmt das Herz. Bin mir ziemlich sicher, dass er der ist derjenige. Was ist denn los? Und fleißig am Knolle kloppen. Oder was steht an? Moment, sag ich dir gleich.
Präriewolfherzen sammeln. Aber die sind alle herzlos. Ist ja echt wahr. Immer noch kein Herz. Alter. Leute, ich habe jetzt schon so viele Präriewölfe umgebracht. Da muss doch mal irgendwann irgendeiner ein Herz verlieren. Die sind schon alle grün. Die sind mir grün. Oh, er kommt gleich. Er kommt gleich. Er ist aggro. Er kommt gleich. Damals wie heute. Ja. Alter, bei mir war ja sonst immer der Muskelmagen das Problem, aber der lübt jetzt so. Muskelmagen 1A. Das ging ja wirklich. Also Muskelmagen war letztes Mal, war das die Vollkatastrophe. Aber der lief. Komm schon, Präriewolf, verliere dein Herz für mich. Die müssen sich halt in mich verlieben. Die müssen sich einfach verlieben, komm schon. Mann, immerhin kriegen wir seniges Wolfsfleisch ohne Ende. Haben wir denn noch... Oh, kacke, das Inventar ist voll. Wieso ist das jetzt anderes? Ach, weil bei 10 Schluss ist. Da, gut, alles klar. Wir müssen eben kurz mal zurück. Hilft nix. Wir sind voll. So können wir kein Herz einsammeln. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Wir müssen eben kurz wieder Zeug loswerden und dann kommen wir gleich wieder hier hin, weil hier ist ein guter Platz. Hier kann man gut arbeiten. Kochen wir nochmal ein bisschen. Tja, so ist das halt damals, ne? Wenn man nicht genug Platz hat, muss man auch mal wieder zurückgehen. Eben kurz einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Aber wir nähern uns gleich Level 9. Ist nicht mehr weit. Kann die Taschen auch erstmal wieder zumachen. Kriegernovize, moin. Hier ist doch irgendwie Gruppenkeile oder sowas, ne? Wenn ich mich noch recht entsinne. Ihr haut euch doch gerne auf die Mütze. Hui. Kann man nicht sehen, welches Level Giacomo ist? Irgendwie Info oder sowas? Ziel, Einland, Flüstern. Spieler meldet wegen Spam. Ich hätte mir gerne die Infos angeschaut, aber passt schon. Giacomo ist bestimmt schon Level 36 oder so. Kann uns helfen im Notfall. Das wird. So. Guten Tag. Hallo, hallo. Ironhorn. Ich möchte bitte beim Gemischtwarenhändler ein bisschen Zeug loswerden. Also erstmal kochen wir. Da komme ich mit. Wie komme ich in mein Fertigkeitenbuch rein? Mit P. Das muss ich mir mal merken, dass ich nicht jedes Mal gucken muss da unten. So. Machen wir ruhig erstmal Fleisch. Man muss ja auch mal ein bisschen kochen lernen hier wieder, ne? Mal sehen, wie weit sich das stacken lässt. Da hörst du richtig, wie das Fett aus der Haut austritt, ne? Mmh, lecker knusprig. Komm, ich richtig Appetit. Sonst gibt's halt wieder Pizza. Selbstgemachte. Ich habe so richtig schön, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, richtig gute Pizzasauce. Gebt mal bei chefkoch.de Lisas Pizzasauce ein. Ist die beste Pizzasauce, die es gibt. Es gibt so zwei Arten von Pizzasauce. Entweder die ohne viel Schnörkel, einfach nur. Am besten brauchst du halt diese italienischen Tomaten. Die kriegst du hier ganz schwer. Und da kommt ein bisschen Basilikum rein, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, fertig. Das ist so diese originale napoleonische, ganz easige. Und da gibt es Lisas Pizzasauce. Lisa, die knölzt da ein bisschen mehr rein für den Geschmack und ich find's halt geil, muss man aber halt mögen. Das Ding ist halt so eine, also du brauchst im Grunde nur noch Teig und diese Soße, da musst du nicht mal unbedingt was drauflegen. So geil ist sie schon, ne? So, stackt denn das Essen? Essen stackt auch weiter, das ist cool. Guten Tag. How? Ich muss mal ein bisschen Schrott an dich verkaufen. Das ist ein Quest-Gegenstand. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das brauchen wir noch. Quest-Gegenstand, Quest-Gegenstand, Quest-Gegenstand. Wir haben echt nicht mehr viel Platz, so. How? Aber wir nähern uns gleich der Möglichkeit, einen so kleinen Beutel zu kaufen. Ich weiß, es ist sehr teuer und es ist wahrscheinlich nicht schlau, aber ich würde es trotzdem gern tun. Einfach nur, weil wir so wenig Platz haben. Das ist ja schon echt extrem. Geht mit der Erdenmutter. Jo, Mutti, machen wir. Wir gehen immer mit der Erdenmutti. So, nu gehen wir weiter. Wir gehen jetzt erstmal ohne Erdenmutti weiter. Weil wenn wir die ganze Kohle wegballern, ne, haben wir kein Geld mehr für Fähigkeiten. Ist auch scheiße. Ist auch scheiße. Also wenn wir die Quests durchhaben und vielleicht mal in Richtung Bank in Thunderbluff laufen, dann ist es ja auch nicht mehr so schlimm. Ne? So, ich habe das Totem der Säuberung, Lucifer. Das freut mich, dass du das hast. Gönn dir. In Taurisch. Hat in Taurisch zu uns gesprochen. Die Folge schon wieder rum.
Die Zeit verfliegt, wenn man einen guten Quest questet. Jo, meine Lieben, du. Ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.